Mit einem Erntedankgottesdienst im Stricker Moor hat die Grundschule an die Bedeutung der Lebensmittel für den Menschen erinnert. Pastorin Kerstin Kessler und die Erst- bis Viertklässler näherten sich mit Liedern, Lesungen und Tänzen dem Thema und machten dabei die Zuhörer, viele Eltern und Großeltern, nachdenklich. Alle Kinder trugen während des Gottesdienstes im Schulgebäude die verschiedensten Lebensmittel zusammen. Sie kommen einem sozialen Zweck zugute und unterstützen Menschen, die sich selbst bei der Ernährung vieles nicht leisten können. Die Verteilung übernimmt wie in den Vorjahren das Hatha-Buffet. Der als Gast anwesende Vorsitzende der etablierten Hilfseinrichtung, Wolfgang Asche, freut sich über die große Spendenbereitschaft.